Hi und herzlich willkommen zur Simulation einer kompletten mündlichen Abiturprüfung. Ich bin Magda und ich will euch dabei helfen, euch perfekt auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Und da ist das Allerwichtigste, dass ihr mal wirklich in der Situation wart, in der ihr dann in der Prüfung auch seid. Darum mein Tipp: Nehmt euch die Zeit, nehmt euch dieses Video und setzt euch jetzt echt mal damit hin, als wäre das jetzt die echte Prüfung. Sucht euch einen Raum, wo ihr in Ruhe seid. Taschenrechner müsst ihr bereitlegen, Zettel und Stift, ein Glas Wasser vielleicht und einen Snack. Und dann machen wir das jetzt hier zusammen. Kurz zum Ablauf, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Wir machen das so, wie es in NRW läuft. Das heißt, die Prüfung besteht aus zwei Teilen. Einem ersten Teil, da kriegt ihr eine Aufgabe, für die ihr 30 Minuten Vorbereitungszeit habt. Danach werdet ihr in den Prüfungsraum geholt. Müsst ihr einen Vortrag machen über eure Aufgabe, die ihr da gelöst habt, an der Tafel oder je nachdem, wie es in der Schule ist, auch auf einem Whiteboard oder mit einer Dokumentenkamera. Und dann kommt der zweite Teil der Prüfung, wo die meisten Leute noch mehr Angst davor haben. Da werden nämlich dann spontan die Fragen gestellt, die auch direkt beantwortet werden müssen, zu einem anderen Thema als im ersten Teil. Die ganze Prüfung dauert 20 bis 30 Minuten, wobei der erste Teil genauso lang sein muss wie der zweite Teil. Also sollten wir gucken, dass wir im ersten Teil bei der Präsentation eine Punktlandung auf ungefähr 12 Minuten schaffen. Aber dazu sage ich gleich noch was, wenn es soweit ist. Eine kleine Sache noch, diese Prüfungsvideos hier vorzubereiten, dauert richtig, richtig lange. Ich mache das auch super gerne, weil ich weiß, dass es echt vielen Schülern hilft. Wenn ihr sagt, boah, Magda, das hat mir echt den Allerwertesten gerettet, ich will dir was dafür zurückgeben, könnt ihr das super gerne machen. Ich spare nämlich auf ein Segelboot und hier seht ihr, wie ihr meinen Traum unterstützen könnt. Aber fühlt euch nicht verpflichtet, ne? Ich bin hier bei YouTube, weil ich das kostenlos machen möchte, weil ich möchte, dass die Note im Abi nicht von dem Geldbeutel der Eltern abhängt. Und deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn ihr euch das Video einfach anschaut und mir nichts dafür zurückgebt. Also alles gut. So, wir starten vorne. Ihr kriegt eine Aufgabe von mir und bei dieser Prüfung gibt es jetzt Vektoren im ersten Teil. Diese Aufgabe, Louvre, Glaspyramide, könnt ihr euch ausdrucken auf meiner Website. Hier oben habe ich es euch nochmal eingeblendet. Unten in der Videobeschreibung ist es auch verlinkt. Und dann könnt ihr im Prinzip fast schon starten. Ein paar Tipps gebe ich euch noch, bevor die Zeit dann wirklich läuft. Und wenn ihr jetzt keinen Drucker habt oder so, ne, macht euch keine Sorgen. Hier habe ich das Dokument auch eingeblendet und das bleibt da für die nächste Zeit auch stehen. Also, wie versprochen, noch ein paar Tipps. Bei Vektoren empfehle ich euch und gerade auch bei dieser Aufgabe ganz, ganz dringend, macht euch Skizzen. Eine vernünftige Skizze ist die halbe Miete, weil man dann viel besser sich das Ganze so räumlich vorstellen kann. Außerdem, wenn ihr merkt, ihr kriegt irgendeine Aufgabe davon gar nicht hin, haltet euch nicht daran auf. Ihr habt nur 30 Minuten und es ist wirklich blöd, wenn man bei Aufgabenteil B meinetwegen die ganze Zeit die wertvolle verdaddelt und am Ende die ganzen anderen Aufgaben gar nicht mehr bearbeitet bekommt. Also, wie in der schriftlichen Matheprüfung auch, wenn ihr merkt, ihr könnt was nicht, markieren, weiterrechnen und am Ende dahin zurückkommen, wenn noch Zeit ist. Dann solltet ihr euch auch, während ihr das Ganze rechnet, schon ein bisschen überlegen, was ist so wichtig, dass ich es im Vortrag gleich an die Tafel bringen will, was ist wichtig genug, damit ich es im Vortrag mündlich erwähne und was ist vielleicht so unwichtig, dass ich es komplett weglassen will. Ein Beispiel, wenn ihr hier die Länge eines Vektors ausrechnet, dann müsst ihr da nicht noch genau erklären, dass ihr die Wurzel aus jede Koordinate zum Quadrat nehmt und was jetzt die Quadrate genau sind und so weiter. Da könnt ihr einfach sagen, ich habe die Länge des Vektors berechnet mit der Formel, bam, und das kam raus, ne? Sonst kommt ihr nämlich mit der Zeit gar nicht hin. Dann noch was zu dieser Aufgabe hier konkret. Die F ist mit Absicht eine Sternchenaufgabe. Die ist echt anspruchsvoll, die ist eher gedacht für Leute, die sich hier mit diesem Video auf die Nachprüfung, die mündliche vom LK vorbereiten oder für die GK-Leute, die super schnell sind oder aus Bayern oder sonst was. Also wenn ihr die Aufgabe F Sternchen nicht kriegt, kein Problem, ne? Macht euch keinen Stress. Generell auch A bis E ist ambitioniert, das in einer halben Stunde zu schaffen. Wenn ihr merkt, es geht gar nicht, ne? Dann macht euch nicht zu viel Stress. Dann würden eure Lehrer euch wahrscheinlich auch, weil sie dann wissen, ne, dass ihr keine 14, 15 Punkte Kandidaten sind, dann würden die euch wahrscheinlich auch einfach eine weniger geben. Da könnt ihr zum Beispiel dann die D mit dem Winkel auslassen. Aber wir machen die jetzt erstmal so, wie sie hier steht. Und dann ist der Auftrag an euch. Ihr habt 30 Minuten Zeit, um diese Aufgabe jetzt durchzurechnen. Damit ihr die Zeit im Blick habt, blende ich euch da unten auch die Zeit ein. Und die läuft dann gleich vorwärts. Das heißt, ihr seht genau,
wie viel Zeit ihr noch habt. Und das ist auch echt ein großer Tipp. Zeitmanagement ist super wichtig. Ihr solltet die immer im Blick haben. Nach der halben Stunde sehen wir uns dann hier nochmal kurz. Ich gebe nochmal einen Tipp. Dann präsentiert ihr die Aufgabe und anschließend präsentiere ich sie euch auch nochmal, so wie ich sie in der Prüfung präsentiert hätte. Und dann kommen wir zum zweiten Prüfungsteil, aber das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Also, ne? Alles klaro, Aufgaben rechnen, falls irgendwelche Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann laufen die 30 Minuten ab jetzt. Viel Erfolg!
So, die Zeit ist rum. Ich hoffe, sie hat gut gereicht. Jetzt würden die Prüfer euch abholen. Also der Vorsitzende der Prüfung würde wahrscheinlich kommen, euch aus dem Vorbereitungsraum nehmen und in den Prüfungsraum führen. Da würde dann euer Mathelehrer oder eure Mathelehrerin schon sitzen und noch eine dritte Person. Diese dritte Person, die schreibt dann Protokoll. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende der Prüfung guckt einfach nur auf die Uhr und schaut, dass alles mit rechten Dingen abgeht. Ja, und dann würden die euch sagen, setzen Sie sich oder stellen Sie sich an die Tafel, je nachdem, worauf ihr schreibt, und dann präsentieren Sie mal. Wahrscheinlich bieten Sie euch noch einen Schluck Wasser an vorher und dann geht's los. Also, du hast jetzt Zeit, 12 Minuten ungefähr wäre ideal, um zu präsentieren, was du gemacht hast. Wichtig dabei ist, du musst die Prüfer so abholen, als wüssten die gar nichts, ne? Als würden die Aufgabe gar nicht kennen. Also am Anfang, da gibt man quasi nochmal die Einleitung wieder und sagt halt so, ne? In meiner Aufgabe, da ging es um die Glaspyramide am Louvre, eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Die Grundfläche hat eine Seitenlänge von bla bla bla. Ihr tragt also im Prinzip nochmal frei vor, was in der Aufgabenstellung stand, so als würden die Prüfer überhaupt nichts von dieser Aufgabe wissen. Und das Gleiche macht ihr auch bei jedem Aufgabenteil. Also ihr sagt immer erst, bei Aufgabenteil A sollte ich machen und dann fangt ihr damit an. Also richtig schön durch diese Aufgaben hier durchführen. Und wundert euch nicht, die Prüfer werden nicht irgendwie anerkennend nicken oder bemerken, wenn da ein Fehler ist. Die sagen einfach nichts, ne? Die lassen sich von euch das präsentieren, was ihr da präsentiert. Und zwar ohne das zu kommentieren. Okay, ich will nicht zu viel erzählen. Ihr schnappt euch jetzt entweder Hund, Katze, Haustier, Topfpflanze und erzählt der, was ihr hier gemacht habt. Oder aber ihr bleibt einfach am Computer sitzen und dann erzählt ihr das dem Computer oder Tablet oder wo auch immer gerade ihr dieses Video anguckt. Aber wichtig, nehmt das wirklich ernst und redet laut. Das müsst ihr einfach üben, ne? Ihr könnt noch so gut vorbereitet sein inhaltlich. Wenn ihr nie geübt habt, über Mathe zu sprechen, dann werdet ihr euch in der Prüfung so richtig peinlich einen abstottern und dann läuft das gar nicht gut. Also, nehmt es ernst und dann geht es jetzt gleich los. Ihr habt 12 Minuten Zeit, im Idealfall trefft ihr die ziemlich genau, macht eine Punktlandung und dann startet die Zeit jetzt gleich. Anschließend treffen wir uns dann für den zweiten Prüfungsteil wieder. Ihr wisst Bescheid, glaube ich, 12 Minuten ab jetzt.
So, da bin ich wieder. Die Zeit ist um. Ich hoffe, es hat gut funktioniert mit dem Vortrag. Falls noch irgendwelche Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte gerne und helfe euch da, wenn ihr noch irgendwo unsicher seid. Dann würde ich euch jetzt aber auch präsentieren, wie ich das gemacht hätte in der Prüfung. Ich weiß, dass die Aufgabe relativ knapp ist für 30 Minuten. Deswegen ist sie auch jetzt knapp, um es in 12 Minuten zu präsentieren. Aber ich werde mal mein Bestes geben und gucken, ob ich nicht vielleicht das hinkriege mit der Punktlandung auf 12 Minuten. Ich habe natürlich eine Stoppuhr dabei, hättet ihr in der Prüfung hoffentlich auch. Und dann fragt ihr kurz, kann ich die Uhr benutzen? Die Lehrer werden sagen, ja klar, außer das ist jetzt irgendwie eine Smartwatch, die irgendwie zum Cheaten einladen würde, ne? Aber eigentlich müsste das kein Problem sein. Bei mir auch, meine Uhr habe ich hier, dieselbe, mit der ich damals in der Abi-Prüfung war. Und dann sagen wir, die Zeit läuft, 12 Minuten hoffentlich, ab jetzt. In der Aufgabe, die mir gegeben war, ging es um die Glaspyramide am Louvre. Diese Glaspyramide ist eine Pyramide aus Glas mit quadratischer Grundfläche und die dient als Eingangsgebäude des Museums. Die quadratische Grundfläche hat eine Seitenlänge von 35 Metern und die Pyramide ist insgesamt 21,5 Meter hoch. Im Folgenden betrachten wir jetzt nur die Eckpunkte von dieser Pyramide und sehen die als A, B, C, D und S im Koordinatensystem. Diese Punkte waren mir gegeben. Der Punkt A war einfach der Ursprung 0, 0, 0. Der Punkt B hatte die Koordinaten 35, 0, 0. Der Punkt C war 35, 35, 0. Und der Punkt D war unbekannt, genauso wie die Spitze S. In der ersten Aufgabe, Aufgabenteil A, sollte ich erstmal die Koordinaten von D und S berechnen. Und was ich da gemacht habe, zuerst war, mir das Ganze vorzustellen, also eine Skizze von dieser Pyramide zu zeichnen. Ich habe hier hinten also A, dann habe ich B, C, D und die Spitze S. Wenn ich jetzt die Koordinaten von D angeben sollte, konnte ich quasi ausnutzen, dass die Grundfläche ein Quadrat ist. Das heißt, ich habe gesagt, ich kriege D, indem ich von O zu A laufe und dann von B zu C den Vektor anhänge. Der Vektor OA, das war einfach der Ursprung, den hätte ich theoretisch gar nicht unbedingt hinschreiben müssen. Den Vektor BC habe ich als Verbindungsvektor gebildet, Ende minus Anfang, und dann bin ich auf 0, 35, 0 gekommen. Das heißt, der Punkt D hat auch die Koordinaten 0, 35, 0, aber nebeneinander geschrieben. Transponiert, würde man dazu sagen. Fachjargon, ne? Fachworte raushauen ist immer gut. Für die Spitze S habe ich mir Folgendes überlegt, dass ich mir erstmal die Koordinaten vom Mittelpunkt M, der Grundfläche, überlege. Die Koordinaten vom Mittelpunkt M waren aus Symmetriegründen einfach 17,5, 17,5 und 0. Und wenn ich jetzt zum Punkt S kommen wollte, musste der ja einfach 21,5 Meter, also Höheneinheiten, drüber liegen. Das heißt, S hatte die Koordinaten 17,5, 17,5 und 21,5. Blick auf die Zeit, relativ knapp, also Gas geben und weiter. Beim Aufgabenteil B sollte ich nachweisen, dass das Dreieck ABS gleichschenklich ist. So zeigen wir also, Dreieck ABS ist gleichschenklich. Und da weiß ich natürlich, Gleichschenklichkeit bedeutet, dass das Dreieck zwei gleich lange Seiten hat. Wie lang die dritte Seite ist, ist dabei total unwichtig. Wenn ich mir also meine Skizze nochmal anschaue, weiß ich schon, dass die Seite AS genauso lang sein muss wie die Seite BS. Und deswegen weise ich genau das nach. Die Länge der Seite AB spielt keine Rolle, weil sobald ich zwei gleich lange Seiten habe, weiß ich, dass es ein gleichschenkliges Dreieck ist. Für den Vektor AS konnte ich aber einfach den Vektor OS nehmen, weil der Ursprung war ja A, sodass ich hier wusste, dass es 17,5, 17,5 und 21,5. Für den Vektor BS habe ich auch wieder Ende minus Anfang gerechnet und bin dann gekommen auf minus 17,5, 17,5 und 21,5. Und dann sehen wir schon, weil die Koordinaten hier jeweils betraglich gesehen gleich sind, wird es auch dieselbe Länge ergeben. Ich setze nachträglich hier die Betragsstriche, um Zeit zu sparen. Und dann komme ich auf gerundet eine Länge von 32,8 Längeneinheiten, also bei uns 32,8 Metern. Und das ist dann natürlich direkt die
Länge der Seiten und damit weiß ich, dass das Dreieck gleichschenklich ist. Aufgabenteil C. Im Aufgabenteil C ging es jetzt um die Fläche, die Oberfläche der Pyramide, genauer gesagt um die Mantelfläche. Ich sollte nämlich berechnen, wie teuer die Fensterputzarbeiten werden, wenn die komplette Pyramide von innen und außen einmal im Quartal geputzt wird und die Fensterputzfirma für 100 Quadratmeter Glasfläche einen Preis von 75 Euro kalkuliert. Meine Idee bei C war also zu sagen, ich muss, wenn es von innen und außen geputzt wird, 8-mal die Fläche vom Dreieck berechnen, gucken, wie oft die 100 Quadratmeter da reinpassen und das dann mal 75 nehmen. Mein Ansatz war, ich nehme mir von diesen 4 kongruenten Dreiecken das, das ich bisher am besten kenne, ABS, und ich weiß automatisch, die Seitenlänge hier unten, AB, ist einfach 35 Meter. Das war in der Aufgabe gegeben, dass diese Grundseite 35 Meter lang ist. Dann muss ich also nur noch diese Höhe hier berechnen. Von der weiß ich, dass sie im rechten Winkel auf der Grundseite steht. Ich musste also hier den Mittelpunkt der Strecke AB nehmen. Ich nenne ihn mal einfach P und dann den Vektor PS bilden. Und diese Länge war dann eben diese Höhe H. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe mir überlegt, dass der Punkt P, ja, weil er auf der Hälfte der Strecke AB liegt, die Koordinaten 17,5, 0 und 0 haben muss. Das heißt, hier habe ich mir ausrechnen können, dass der Vektor von P zu S die Koordinaten 0, 17,5 und 21,5 haben muss. Wenn ich da also die Betragsstriche setze und die Länge ausrechne, kommt gerundet 27,7 Meter raus. Wenn ich jetzt also die Höhe habe, kann ich folgendermaßen weitermachen. Die Formel für die Fläche eines Dreiecks ist immer 1/2 mal die Grundseite mal die Höhe, also 1/2 mal 35 mal 27,7. Das Ganze brauche ich jetzt 8-mal, damit ich wirklich die komplette Glasfläche, die gereinigt werden muss, hier berechne. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, dann kommt raus, 3878 Quadratmeter Glasfläche müssen geputzt werden. Das sind natürlich, wenn ich das durch 100 Quadratmeter teile, 38,78 mal 100 Quadratmeter, also 38,78 mal diese 75 Euro, und dann komme ich insgesamt auf einen Preis von 2908,50 Euro, die diese Fensterreinigung einmal im Quartal kostet. Blick auf die Uhr. Ich bin knapp dran, also geht's weiter. Wir müssen gucken, Aufgabenteil D. Da hat jetzt der Architekt sich etwas Besonderes ausgedacht und den Neigungswinkel der Pyramidenseitenflächen zum Boden irgendwie mit dem goldenen Schnitt sich überlegt. Das heißt, wir müssen jetzt nachrechnen, dass dieser Neigungswinkel der Seitenfläche auf die Bodenfläche etwa 51 Grad groß ist. Was mache ich da? Ich muss mir erstmal das Ganze wieder skizzieren. Ich nehme wieder meine Lieblingsseitenfläche, die Seitenfläche ABS. Und die hat jetzt einen gewissen Neigungswinkel zum Boden der Pyramide. Da kann ich mir jetzt also überlegen, welche Vektoren diesen Winkel am besten repräsentieren. Und ich wähle den Vektor PS als einen Vektor. Der ist der eine Schenkel des Winkels. Und der Vektor von P zum Mittelpunkt des Quadrates M ist der andere, weil dann habe ich hier genau diesen Neigungswinkel, den ich brauche. Wichtig, den Fehler, den viele machen, das ist ein anderer Winkel als der Winkel, der hier zwischen AS und AD zum Beispiel aufgespannt wird, ne? Würde ich in der Prüfung nicht sagen, sage ich jetzt euch, damit ihr nicht drauf reinfallt. Also der Vektor PS, den hatte ich mir ja vorhin schon ausgerechnet, der hatte die Koordinaten 0, 17,5, 21,5. Der Vektor PM, der hat einfach die Koordinaten 0, 17,5, 0. Und wenn ich das jetzt in die Winkelformel einsetze, dann habe ich Cosinus hoch minus 1 von im Zähler, Fachwort, ne, das Skalarprodukt der beiden Vektoren und im Nenner das Produkt der Beträge der beiden Vektoren. Und dann komme ich hier auf einen Winkel von gerundet, da muss ich in meine Notizen gucken, von gerundet. 50,9, also tatsächlich ungefähr 51 Grad. Sind wir also bei Aufgabenteil E und die Zeit, sie läuft. Im Aufgabenteil E, da muss man echt versuchen, ruhig zu bleiben. Da wird jetzt zu besonderen Anlässen die Glaspyramide vom benachbarten Gebäude aus mit bunten Scheinwerfern beleuchtet.
Das heißt, ich habe jetzt hier meine Pyramide und ich habe einen Scheinwerfer. Dieser Scheinwerfer, der wirft also jetzt Licht auf die Pyramide, also insbesondere auf die Pyramidenspitze. Und die Aufgabe war jetzt, dass ich den Schattenpunkt der Pyramidenspitze auf dem Boden, also auf der x1, x2 Ebene berechne. Ich nenne ihn mal S-Sternchen. Wichtig war natürlich auch noch, dass die Richtung des parallel einfallenden Lichtes gegeben war. Der Vektor S des Lichtes war 0,5 minus 1,5 minus 0,5. Und was ich da gemacht habe beim ersten Schritt, ich habe mir eine Hilfsgerade aufgestellt. H Doppelpunkt Vektor X ist gleich Ortsvektor S und R mal den Richtungsvektor des Lichtes. Und dann habe ich gewusst, dieser Schattenpunkt soll ja auf der x1, x2 Ebene liegen. Das heißt, der muss als Höhenkoordinate eine 0 haben. Die anderen beiden Koordinaten, die kannte ich nicht, aber ich konnte diesen Vektor S Sternchen, also OS Sternchen, hier für den Vektor X einsetzen und sagen, ich berechne einfach den Schnittpunkt dieser Lichtgeraden mit der x1, x2 Ebene, indem ich die dritte Koordinate als 0 setze. Also habe ich dann hier stehen, x1, x2 und 0 ist gleich 17,5, 17,5, 21,5 plus 0,5 R minus 1,5 R minus 0,5 R. Und aus diesem Gleichungssystem, das ich da gebildet habe, habe ich dann herausbekommen, dass mein R 43 sein muss. Das wiederum habe ich zurück in die Geradengleichung eingesetzt und dann bin ich darauf gekommen, dass der Schattenpunkt S Sternchen die Koordinaten 39, minus 47 und 0 hat. Also das ist die Spitze des Schattens auf dem Boden, auf dem Innenhof vom Louvre. Puh. Okay, ungefähr hat es gepasst, gar nicht schlecht. Die letzte Aufgabe, jetzt bin ich wieder entspannter, wo ich nicht unter Zeitdruck hier was machen muss. Die letzte Aufgabe zeige ich euch auch noch. Die wäre, wie gesagt, nichts für den GK gewesen. Das wäre eher eine LK-Aufgabe gewesen. Oder die hätte sich vielleicht im Gespräch anschließend noch ergeben. Da soll jetzt nämlich der Architekt sich überlegt haben, dass die Pyramide eben nicht richtig rum steht, sondern dass die Pyramide auf dem Kopf stehen könnte. Das war zuerst die Idee. Und dann hatte der sich wohl überlegt, dass die Pyramidenspitze, damit das ganze Ding überhaupt stehen kann, im Boden versenkt sein soll. Und zwar in einer Tiefe von 8,60 Meter. Ihr könnt euch also vorstellen, irgendwo hier, ne, ist dann diese Ebene, wo die Leute vom Louvre auf dem Platz laufen können. Und dann könnte man hier so da reingehen, ne, und wir wissen, okay, das ganze Ding ist jetzt hier 8,6 Meter tief im Boden versenkt. Und die Frage war dann, ob man die neun Punkte, die neun Eckpunkte A', B', C', D' und S' angeben kann und berechnen kann, wie viel Prozent des Pyramidenvolumens dann unterirdisch liegt. Also quasi, wie viel Prozent der gesamten Pyramide ist hier diese kleine Pyramide, die eben unterhalb der Erde liegt. Erste Überlegung, die einfachste von den ganzen. Wo liegt der Punkt S'? Naja, das ist einfach die Spitze, 17,5, 17,5, aber nicht in der Höhe, sondern in der Tiefe. Also minus 8,6 muss die dritte Koordinate sein. Und dann konnte man sich überlegen, die Höhe von der ganzen Pyramide sind ja 21,5 Meter gewesen. Wenn also jetzt die Pyramide 8,6 Meter unterirdisch liegt, wie viel habe ich dann noch von den 21,5, wenn 8,6 schon weg sind? Und die Lösung, ich hasse ja sowas im Kopf zu rechnen, die Lösung ist 12,9, ne? 21,5 minus 8,6 sind 12,9. Das heißt, die Punkte hier haben alle eine Höhe von 12,9. Und die restlichen Koordinaten, die verändern sich ja nicht. Das bleibt ja alles gleich, ne? Die Position entlang der x1 und der x2-Achse. Das heißt, ihr könnt die Punkte genauso wieder nehmen. Das ist dann 0, 0, 12,9. D' ist dann 0, 35, 12,9. C' ist 35, 35, 12,9. Und B' ist dann 35, 0, 12,9. So, und jetzt die schwierige Sache an der Aufgabe, dieses Volumen. Wie berechnet man erstmal das Volumen von der großen Pyramide? Volumen groß nenne ich es mal. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe ist die Formel, ne? Grundfläche ist 35, also 35 Quadrat fürs Quadrat. Ein Drittel mal 35 mal die Höhe ist 21,5. Und für die kleine Pyramide, da muss man jetzt eine gewisse Idee haben. Nämlich, 8,6 Meter ist die hoch.
Es ist genau, wenn man es nachrechnet, 40% von 21,5. Und das wiederum heißt, wenn wir hier nur 40% der Höhe nehmen, dann nehmen wir hier auch nur 40% der Seitenkante. Das ist quasi der Strahlensatz, den man irgendwann mal lernt, ne? Weil wenn wir uns das Ganze vorstellen würden im Zweidimensionalen, dann hättet ihr quasi hier die Höhe der Pyramide, wenn sie groß ist, das ist 21,5. Und die Seitenkante, wenn sie groß ist, das ist 35. Und wenn ihr das jetzt kleiner macht, ist das quasi so eine zentrische Streckung, die da passiert, ne? Dann habe ich plötzlich nur noch 40% der Höhe, also hier entsprechend auch nur noch 40% der Seitenkante. Und das ist dann 40% von 35, 14 Meter. Und eine Höhe von, wie gesagt, 8,6 Metern. Weil halt einfach, ne, das Verhältnis bei diesen zentrischen Strecken, sagen die Strahlensätze auch, gleich bleibt. Was müsste ich also rechnen für das Volumen der kleinen Pyramide? Ein Drittel mal Grundfläche, also dann mal 14 Quadrat, mal Höhe, also mal 8,6. Und da muss ich mir, um den Anteil jetzt herauszufinden, nur noch überlegen, wie viel Prozent ist das kleine Volumen vom großen Volumen? Und wenn man das macht, dann kommt da heraus 0,064, also 6,4%. Und das heißt für uns, ne, dass das Volumen der unterirdischen Pyramide 6,4% von dem großen Volumen sind, dass also 6,4% der gesamten Pyramide unter der Erde liegen. Ja, und das war es auch schon mit der Aufgabe aus dem ersten Teil der Prüfung. Jetzt geht es natürlich weiter mit dem zweiten Prüfungsteil, wo die meisten Leute ja ein bisschen mehr Angst davor haben als vor dem ersten Prüfungsteil, weil da die Fragen jetzt spontan kommen und man auch direkt antworten muss oder im Zweifel halt nicht antworten kann, ne? Und da ist mein Tipp an euch, versucht das Gespräch so ein bisschen in eine Richtung zu führen, die ihr gerne hättet. Wenn also gefragt wird, keine Ahnung, wie können Geraden zueinander liegen, dann erklärt ihr das und dann sagt ihr, ich könnte übrigens auch noch erzählen, wie zwei Ebenen zueinander liegen könnten. Und dann sagen die Lehrer, vielleicht, wenn ihr Glück habt, ja gerne, das passt ja gut, erzählen Sie mal. Oder die sagen halt, nee danke, wir besprechen jetzt lieber noch das und das Thema. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal versuchen, ob die Lehrer nicht Lust haben, auf eure Vorschläge einzugehen. Und dann ist auch noch wichtig, präsentiert immer Wissen, ne? Also wenn die eine Frage stellen und ihr wisst nicht ganz genau, was gemeint ist, dann fragt nicht nach, so, wie meinen Sie das? Habe ich nicht verstanden und so? Sondern fragt nach und sagt, meinen Sie das und das? Oder das und das? Oder das und das? Und wahrscheinlich habt ihr ja mit einem der Vorschläge auch getroffen. Dann ist alles super und ihr habt halt noch mehr Wissen präsentiert, als gefordert war. Und habe nicht irgendwie nur unwissend nachgefragt sozusagen. Ja, probieren wir es auf jeden Fall mal. Ich habe jetzt für den zweiten Teil der Prüfung Stochastik vorbereitet. Kann alles kommen. Der Klassiker ist halt Analysis im ersten Teil, Vektoren im zweiten. Aber man weiß nie, was kommt. Und deswegen probieren wir das jetzt hier auch mal aus. Also, Stochastikfragen, so wie sie auch in Originalprüfungen drankamen, habe ich jetzt für euch hier vorbereitet. Ich hoffe, das klappt gut. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst es, ne? Schreibt es immer in die Kommentare, dann kann ich euch helfen. Aber jetzt erstmal würden die Prüfer zu euch sagen, vielen Dank für den Vortrag. Trinken Sie mal noch einen Schluck und dann sagen sie, wenn sie bereit sind, und dann machen wir weiter. So, und da wären wir jetzt, ne? Jetzt würden die Fragen kommen. Erste Aufgabe an euch, folgende Situation. Und so kam es auch in der echten Prüfung dran. Ihr habt einen gezinkten Würfel. Bei diesem gezinkten Würfel ist ja klar, wird irgendwie die Augenzahl nicht jeweils mit einem Sechstel geworfen, sondern irgendwas ist da gemogelt. In unserem Fall würfelt der gezinkte Würfel mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eine 6 als normal, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Die anderen Augenzahlen werden jeweils mit derselben Wahrscheinlichkeit geworfen. Welche Wahrscheinlichkeit ist das denn? Bitteschön. Und jetzt musst du überlegen, ne, welche Wahrscheinlichkeit bleibt da noch und einfach laut zum Computer reden. Auch wenn es blöd ist, aber das muss man üben. Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die anderen Zahlen jeweils?
So, wenn du es weißt, weißt du, was du rechnen musst, ne? Wenn die Wahrscheinlichkeit für eine 6 25% ist, dann bleibt ja für die 5 anderen Zahlen 75% übrig, ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine 1 ist natürlich dann, wie es gesagt wurde, dieselbe wie für eine 2, wie für eine 3, wie für eine 4, wie für eine 5. Und zwar 15%. Einfach 0,75 durch 5 teilen. Ja, dann eine Frage dazu. Wenn wir diesen Würfel jetzt einmal werfen, also einen einfachen Würfelwurf hier machen, warum ist das ein Bernoulli-Experiment? Bitteschön. Und die Antwort, ne, ist eigentlich ganz kurz, wenn man es weiß. Bernoulli-Experimente zeichnen sich dadurch aus, dass es nur zwei mögliche Ausgänge gibt. Zum Beispiel hier eben 6 oder nicht 6. Ne? Und dann wäre die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6 25% und die für eine nicht 6 75%. Also ein einfaches Bernoulli-Experiment. Wir haben nur zwei mögliche Ausgänge, Trefferwahrscheinlichkeit 25%. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden diesen Würfel nicht nur einmal werfen, sondern n-mal. Dann würde dieses Experiment eine Bernoulli-Kette der Länge n werden. Und ich sage jetzt mal, das gebe ich vor, wir machen hier einen 200-fachen Versuch. Also wir werfen 200 mal diesen Würfel. Kleine Frage, wie heißt dieses n nochmal, fachbegriffmäßig? Genau, der Stichprobenumfang, ne? Der Stichprobenumfang. Der beträgt jetzt 200. Nächste Frage an dich. Mit welcher Wahrscheinlichkeitsverteilung kann ich dann hier in diesem Experiment rechnen? Und warum? Bitteschön. Gut, ich denke, wenn du es wusstest, konntest du die Frage in der Zeit beantworten. Wir können hier mit der Binomialverteilung rechnen. Warum? Dieses x, also die Zufallsgröße, kann als binomialverteilt angesehen werden. Warum? Weil wir diese Eigenschaften der Binomialverteilung hier erfüllt haben. Das bedeutet erstens, wir haben eine feste Trefferwahrscheinlichkeit p, die liegt hier bei 25% und ist also hier konstant, wie das gefordert ist. Außerdem wissen wir, wenn wir den Würfel einmal werfen und da macht jetzt eine 6 zum Beispiel, hat das ja keinen Einfluss darauf, ob es beim zweiten Mal wieder eine 6 wird oder nicht. Das heißt, wir haben hier ganz wichtiger Punkt, ne, die stochastische Unabhängigkeit der einzelnen Würfe gegeben. Und natürlich, das hatten wir ja vorhin schon wegen dem Bernoulli-Versuch geklärt, wir haben nur zwei mögliche Ausgänge. Manchmal wird auch noch dazu gesagt, dass eine Bedingung wäre, dass der Stichprobenumfang n gegeben ist, aber irgendwie, das ist immer so ein bisschen, das haben wir ja auf jeden Fall in diesen Situationen immer. Ja, dann wollen wir natürlich auch eine Frage stellen zu dieser Binomialverteilungssache. Und zwar möchte ich erstmal wissen, wenn dieser Würfel jetzt 200 Mal geworfen wird, mit wie vielen Sechsen können wir denn theoretisch rechnen? Wie viele würden wir erwarten? Bitteschön. Genau, ist nicht so schwierig die Frage, ne? Danach wird eigentlich immer gefragt in den mündlichen Stochastikprüfungen. Wir wollen hier den Erwartungswert der Zufallsgröße x haben, auch μ genannt, und wir wissen, den berechnen wir quasi Prozentrechnung n mal p. Und dann haben wir hier bei uns 200 mal 0,25 und das ist 50. Wir können also damit rechnen, dass bei diesen 200 Würfelwürfen 50 Sechsen dabei sind. Frage jetzt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dann wirklich 50 Sechsen kommen? Bitteschön.
Also, gesucht war jetzt hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mein x wirklich genau 50 ist. Also p von x gleich 50. Wobei wir natürlich davon ausgehen, das müsste man auch eigentlich einmal noch sagen, dass x eben binomial verteilt ist. Dann kann ich das ausrechnen mit meinem Taschenrechner Binom PDF oder BPD, je nachdem, was wir für ein Taschenrechnermodell haben. Wegen dem gleich auf jeden Fall nicht BCD oder Binom CDF, sondern PD oder PDF. Und dann kriegen wir hier raus, dass das 0,065, also 6,5% sind. Frage an dich, wie hätte man das denn von Hand ausgerechnet? Also ohne BPD oder Binom PDF. Bitte schön. Genau, da muss jetzt das Stichwort fallen, Bernoulli-Formel. Und die war ja immer für diese Gleichwahrscheinlichkeiten gegeben, ne? N über K, also bei uns 200 über 50 mal P hoch K, also 0,25 hoch 50 mal 1 minus P, also 0,75 hoch N minus K, also 200 minus 50 ist 150. So hätte ich es also ausrechnen können. Und dann der Klassiker jetzt, das wird auf jeden Fall gefragt, wenn es um die Bernoulli-Formel geht. Kannst du mal erklären, was die einzelnen Bestandteile zu bedeuten haben? Also wie ich das Ganze verstehen kann. Bitte schön. Ich hoffe, du hast es schon alles zu Ende gesagt. Falls nicht, ne, Video einfach auf Stopp machen und mich hier unterbrechen. Kein Problem. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die wirklich, wirklich wichtig ist. Das wird auf jeden Fall gefragt bei dem Thema. Und zwar müsst ihr wissen, dass hier 0,25 hoch 50 die Trefferwahrscheinlichkeit ist, so oft wie wir Treffer haben. Analog dazu ist 0,75 hoch 150 natürlich die Nietenwahrscheinlichkeit, so oft wie wir Nieten haben. Und dann das Letzte, das Schlimmste immer für die Schüler, der Binomialkoeffizient. Was genau sagt der? Und der sagt uns letztendlich die Anzahl der Möglichkeiten, 50 aus 200 Elementen auszuwählen. Und das müsst ihr wissen. Das ist dann nämlich die Anzahl der Pfade, die Anzahl der günstigen Pfade im Baumdiagramm. Und ich will da einen kleinen Exkurs machen. Wenn ihr das Thema schon kennt und alles ist alles super oder wenn ihr es euch später angucken wollt, hier ist ein Video dazu. Aber ich will einen kleinen Exkurs machen, weil ich super wichtig finde, dass Schüler die Bernoulli-Formel auch verstehen. Wenn ihr es nicht sehen wollt, skippt einfach, kein Problem. Aber ich mache euch ein kleines Beispiel. N gleich 3, Trefferwahrscheinlichkeit 0,1 und es geht um die Anzahl defekter Schrauben, okay? Wir ziehen also 3 Schrauben aus einer Packung. Wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube kaputt ist, beträgt 10%. Und dann gucken wir uns die erste Schraube an, die zweite Schraube und die dritte Schraube. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass x binomial verteilt ist. Was könnte dann bei der ersten Schraube los sein? Naja, die könnte defekt sein oder sie könnte intakt sein. Und genauso ist es natürlich auch bei der zweiten und dritten Schraube. Die Wahrscheinlichkeit für defekt, die wissen wir, ist 0,1, für intakt dementsprechend 0,9. Und so ist es natürlich hier bei allen Pfaden. Defekt immer 0,1, intakt immer 0,9. Und jetzt stellt euch mal vor, ich will die Wahrscheinlichkeit dafür wissen, dass genau eine Schraube defekt ist. Dann müsste ich erstmal überlegen, welche Pfade dafür in Frage kommen. Genau eine Schraube ist defekt, wäre ja defekt, dann intakt, dann wieder intakt. Oder intakt, dann defekt, dann intakt. Oder intakt, intakt, defekt. Also 3 Pfade hier würden in Frage kommen. Was würde ich rechnen? Ganz stumpf Baumdiagramm regeln, ne? Da würde ich einfach sagen, entlang des Pfades wird multipliziert. Erste Pfadregel ist das. Also rechne ich für den ersten Pfad 0,1 mal 0,9
mal 0,9, für den zweiten dementsprechend 0,9 mal 0,1 mal 0,9 und für den dritten 0,9 mal 0,9 mal 0,1. Zweite Pfadregel, mehrere Pfade werden addiert, also würde ich alles hier mit Plus zusammenrechnen. Und was fällt euch jetzt vielleicht auf? Ihr habt jedes Mal auf jedem Pfad einmal die Trefferwahrscheinlichkeit dabei und zweimal die Nietenwahrscheinlichkeit. Und warum? Naja, weil ihr wolltet ja, dass eine von den drei Schrauben defekt und die anderen beiden intakt sein sollte. Also einen Treffer und zwei Nieten wollten wir landen. Und was passiert jetzt hier? Dadurch, dass diese drei Pfade eigentlich die gleiche Wahrscheinlichkeit jeweils haben, könnte ich auch sagen, ich habe dreimal 0,1 mal 0,9 Quadrat hier stehen. Ne? Und da seht ihr schon, die Nietenwahrscheinlichkeit so oft, wie wir Nieten haben, die Trefferwahrscheinlichkeit so oft, wie wir Treffer haben. Wie hättet ihr es mit der Bernoulli-Formel ausgerechnet? Kurz nachdenken. P von x gleich 1, n über k, also 3 über 1, mal p hoch k, also 0,1 hoch 1, mal Nietenwahrscheinlichkeit, 0,9 hoch n minus k, 3 minus 1, also hoch 2. Und jetzt erkennt ihr, es ist wirklich genau das, was wir eben gemacht haben. So oft die Trefferwahrscheinlichkeit wie Treffer, so oft die Nietenwahrscheinlichkeit wie Nieten. Und dann ist eben noch diese 3 dabei, die uns die Anzahl der Pfade angibt, die in Frage kommen. Und das ist eben genau der Binomialkoeffizient. Wie viele Möglichkeiten habe ich, eins aus drei Elementen auszuwählen? Heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich, aus den drei möglichen Positionen des Pfades die eine auszuwählen, wo ich die defekte Schraube platzieren möchte? Wie viele Möglichkeiten habe ich? 3. Ich kann es an den ersten Platz setzen oder an den zweiten Platz oder an den dritten. Und das ist auch eine wichtige Sache, ne, dass ihr den Binomialkoeffizient verstanden habt und dass ihr auch wisst, dass n über 1 immer n ist. Also dass 3 über 1 zum Beispiel 3 ergibt. Wenn euch das Schwierigkeiten bereitet, schaut mal hier rein, da erkläre ich das sehr anschaulich mit Hundewelpen und so könnt ihr euch das alles immer selber auch herleiten. Okay, Exkurs Ende. Wir kommen wieder zurück in die mündliche Prüfungssituation und ihr kriegt jetzt eine neue Situation von mir gegeben. Und zwar betrachten wir eine Urne und in dieser Urne, so heißt das ja immer in Mathe, ich finde das immer ein bisschen makaber eigentlich, aber in dieser Urne, da liegen jetzt Kugeln drin. Klassiker. 3 blaue Kugeln und 7 weiße. Und jetzt wird erstmal gefragt, hier wird jetzt zweimal mit zurücklegen gezogen. Also nehmt ihr eine Kugel raus, legt die wieder zurück und dann zieht ihr die zweite Kugel. Und die erste Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln, die ich da ziehe, blau sind? Bitteschön. Genau, eigentlich nicht so schwierig. Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich schon gelöst. Ihr könnt es wieder mit dem Baumdiagramm machen, wie fast alles in Stochastik. Die erste Kugel könnte blau sein oder sie könnte weiß sein. Und genauso ist es bei der zweiten Kugel auch. Natürlich weiß ich, weil 3 von insgesamt 10 Kugeln blau sind, dass die Wahrscheinlichkeit für eine blaue Kugel 3/10 ist, dementsprechend für eine weiße 7/10. Und weil ich zurücklege, ändern sich die Wahrscheinlichkeiten nicht, ne? Es bleibt hier bei 3/10 und 7/10. Würde man nicht zurücklegen, dann würde sich die Wahrscheinlichkeit natürlich ändern. Ne? Das muss man immer auf dem Schirm haben. Aber generell ist es in mündlichen Prüfungen eher einfach, ne? Vom Niveau her. Das heißt, da ist es wahrscheinlich eher mit zurücklegen. Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln blau sind? Naja, es ist nur dieser Pfad, der in Frage kommt. Ich müsste also erste Pfadregel, Stichwort, ne? Entlang des Pfades multiplizieren. 3/10 mal 3/10 macht 9/100. Oben mal oben und unten mal unten. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner wird das gemacht bei Brüchen. Ne? Und 100 ist ja immer schon direkt die Prozentzahl. Also weiß ich, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln blau sind, Antwort im Sachzusammenhang, nie vergessen, ne? Die beträgt 9%. Das wäre jetzt also diese Situation gewesen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen gucken, wie gut du mit Diagrammen umgehen kannst. Und zwar gebe ich dir jetzt hier eine kleine Grafik dazu. Da unten siehst du sie. Und erstmal möchte ich von dir wissen, wie nennt sich diese Art von Grafik?
Was ist das für ein besonderes Diagramm? Bitte schön. Genau, Antwort ist wahrscheinlich ganz kurz gewesen, ne? Das ist ein Histogramm, quasi ein Säulendiagramm, wo Wahrscheinlichkeiten eingetragen sind. Hier ist dann immer die Anzahl der Treffer vermerkt und hier die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Anzahl der Treffer erreicht wird. Gleiches hier, x-Achse ist k, y-Achse p von x gleich k. Und x, das kann ich dir jetzt sagen, soll die Anzahl der weißen Kugeln zählen. Und wir haben einen Stichprobenumfang, den kannst du auch ablesen, da unten, ne? Von n gleich 10. Wir ziehen also jetzt 10 mal eine Kugel aus dieser Urne. Wir wissen, die Trefferwahrscheinlichkeit für eine weiße Kugel ist, bitteschön, genau 7 Zehntel, also 0,7 ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Und meine Frage an dich jetzt, passt eines der beiden Histogramme zu der Situation, dass wir hier 10 mal aus den Kugeln ziehen und die Anzahl der weißen Kugeln zählen, wobei wir eine Trefferwahrscheinlichkeit von 70% haben? Passt eins der Histogramme, A oder B? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Bitteschön. So, und die Antwort ist, ich weiß nicht, ob du es schon rausgefunden hast, aber es passt tatsächlich keines der Histogramme. Warum nicht? Erstens kann man sich überlegen, wenn x die Anzahl der weißen Kugeln beschreibt, wir 10 mal diesen Versuch durchführen und die Trefferwahrscheinlichkeit 70% ist, dann erwarten wir ja n mal p, also 10 mal 0,7, also wir erwarten 7 weiße Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit für den Erwartungswert in diesen Histogrammen ist immer am größten. Zumindest wenn der Erwartungswert wirklich eine konkrete Zahl ist und nicht irgendwas Kommamäßiges rauskommt. Das heißt hier, das würde passen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit für 7 am größten. So muss es sein. Hier ist die Wahrscheinlichkeit für 3 am größten. Oh oh, das würde also nicht passen. Es könnte das Histogramm sein, wenn x die Anzahl der blauen Kugeln wäre, ne? Weil dann hätten wir eine Trefferwahrscheinlichkeit von 30% und dann wäre der Erwartungswert auch 3. Aber hier passt das nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt angucken, ob der Rest von dem Diagramm passen würde. Und dafür überlegen wir uns mal, was noch gelten muss. Ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Ihr könnt auch immer noch auf den Stichprobenumfang schauen, ne, dass der bei 10 auch aufhört. Wenn da irgendwie bei 11 oder 12 plötzlich noch Balken sind, dann ist es auch raus, das Diagramm. Ne? Aber hier jetzt haben wir ein anderes Problem. Wenn ihr nämlich mal guckt, der Balken ist ungefähr auf der Höhe 0,4. Und der hier ist ein bisschen über, würde ich sagen, 0,3 und der ist ein bisschen unter 0,3. Das heißt, wenn ihr die Summe nur von diesen drei Balken in der Mitte bildet, seid ihr schon bei ungefähr 1. Und dann kommt hier aber nochmal was dazu, 0,2 und hier fast 0,2 und so weiter. Das heißt, die Summe der Balken wird größer sein als 1. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Wahrscheinlichkeiten, also diese Balken hier, die dürfen sich immer nur zu exakt 1 zu exakt 100% aufsummieren. Sonst kann es ja einfach nicht sein, dass da Wahrscheinlichkeiten angetragen sind. Und damit sind beide Diagramme raus, keins davon stimmt. Apropos Diagramme, ich zeige jetzt nochmal was. Hier haben wir jetzt im Gegensatz zu gerade nicht mehr BPD, also p von x gleich etwas, sondern BCD, p von x kleiner gleich etwas eingezeichnet, ne? Das ist was ganz anderes als so das, was wir hier standardmäßig gerade bekommen haben. Was würde also jetzt, Frage an dich, ne, bedeuten, dass hier der Zweierbalken bis hoch zur 0,5 geht? Bitteschön. Genau, das würde also heißen, ne, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unser x kleiner gleich 2 bleibt,
ungefähr 0,5 ist. Und da muss ich jetzt sagen, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, das ist eine neue Situation. X ist wieder eine Zufallsgröße, die soll jetzt binomial verteilt sein. Es hat nichts mehr mit der Urne zu tun. Wir haben einen Stichprobenumfang von n gleich 5 und wir haben irgendwie eine Trefferwahrscheinlichkeit, die wir jetzt aber nicht genauer definieren wollen. Hauptsache, ne, wie immer bei Wahrscheinlichkeiten, zwischen 0 und 1. Meine Frage jetzt an dich, und das ist wirklich ein bisschen tricky, wenn man das noch nie gesehen hat. Kannst du sagen, bis wohin der Balken hier von der 5 gehen müsste? Also was p von x kleiner gleich 5 ist? Bitteschön. Okay, also entweder wusstest du es, dann hast du es schon gesagt, oder du wusstest es nicht, dann wirst du es aber auch so schnell nicht herausfinden. Man muss sich klar machen, was es bedeutet. Wir haben einen Stichprobenumfang von 5, das heißt, wir führen ein Experiment 5-mal durch. X ist immer die Anzahl der Treffer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir ein Experiment 5-mal durchführen, dass wir höchstens 5 Treffer haben? Die Frage ist irgendwie ein bisschen behämmert, aber die Antwort ist dafür eigentlich ganz einfach. Wenn wir das Experiment 5-mal machen, können wir nicht 6 oder 7 Treffer machen, weil wir machen das Experiment ja nur 5-mal. Das heißt, wir können so oder so höchstens 5 Treffer landen. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens 5 Treffer machen, wenn wir das Experiment auch nur 5-mal durchführen, die ist einfach 100%. Das heißt, der Balken hier, der muss einfach hochgehen bis zur 1. Und da kommt jetzt eigentlich auch nochmal ganz logisch eine Verbindung zu der Aufgabe vorher. P von x kleiner gleich 5 könnte ich ja auch aufschreiben als p von x gleich 0 plus p von x gleich 1 plus p von x gleich 2 und so weiter, bis am Ende p von x gleich 5 noch dazu addiert wird. Und was hatten wir vorhin gesagt? Die Balken hier bei BPD, die müssen in der Summe, haben wir gesagt, 1 ergeben. Warum? Weil das alles ist, was passieren kann. 0 Treffer, 1 Treffer, 2 Treffer, 3 Treffer, bla 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 und hier eben dann bis 10 Treffer, ist alles, was passieren kann. Das heißt, hier wäre natürlich auch, ne, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x kleiner gleich 10 ist 1 und die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten p von x gleich 0 plus p von x gleich 1 und so weiter bis p von x gleich 10, die wäre 100%. Und so haben wir es hier auch. Ne? Wenn man das wusste, war das ganz einfach zu sagen, p von x kleiner gleich 5 bei einem Stichprobenumfang von 5. Das ist auf jeden Fall, unabhängig davon, was das P genau ist, 1. Ja, und das war jetzt auch so meine letzte Frage zum Thema Stochastik. So Klassiker, ne? Baumdiagramme, 4-Felder-Tafeln ausfüllen, das könnt ihr ja alles, aber sowas wie hier, Bernoulli-Formel erklären und so, das sind schon die Sachen, die müsst ihr auf jeden Fall drauf haben und auf jeden Fall auch nochmal gut üben. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema oder auch zu anderen Mathe-Themen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Wenn ihr Lust habt, noch eine mündliche Prüfung zu sehen, wo Vektoren im zweiten Teil kommt, schaut mal hier rein. Da ist auch Analysis dann mit dabei. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn ihr Lust habt, hier auf den kleinen Kreis zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mathe-Video wieder. Ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen für die mündliche. Ciao!